Moin und herzlich willkommen zum dritten Geburtstags-Unboxing, denn jetzt ist die Steffi eingetroffen. Hallo! Hallo! Und ja, die Steffi hat mir ein Geschenk mitgebracht. Ihr seht hier schon, ich habe das schon dekorativ hingelegt. Das ist nämlich ein ganz großer Karton, von dem ich auch schon... Also bei Steffi bin ich mir immer nicht so sicher. Ich sag mal, bei dem ich teilweise weiß, was mich erwartet. Weil Steffi hat ja meistens den Hang dazu, noch was oben drauf zu legen, womit ich nicht mitrechne. Aber ich weiß es halt natürlich nicht. Auf jeden Fall, ein Teil davon ist was Spezielles, was wo gewisse Serienfans was mit anfangen können. Aber das werdet ihr dann gleich sehen. Was ziemlich geil ist, und ich bin gespannt. Vielleicht probieren wir das jetzt ja die Tage mal aus. Ja, sagt sie schon. So, ich mache jetzt mit meiner üblichen Kindergartenschere, sage ich mal gerne. Obwohl, mittlerweile geht's eigentlich. Ist nicht mehr so schlimm. Dieses schöne Paket auf. Schön schwarz gehalten. Ich hatte ja schon bei dem Paket vom Ramon das Problem, dass ich einfach keinen Platz zum Stellen hatte. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen besser funktioniert. So. Okay. Eieiei. Oh, ein schönes Deutsche Post-Paket. DHL-Paket. Jetzt mache ich, das ist ein halbes Dortmund-Paket. Jetzt wird aus Schwarz nicht gerade gelb. Ja, Dortmund hat gestern grandios 2-1 gegen Stuttgart verloren. Das meine ich jetzt nicht gehässig, das finde ich echt ein bisschen traurig. So, nun geh mal weg hier. Nicht du. Nein, ich dachte nicht. So, jetzt ist es ab. So, jetzt ist schon mal die Verpackung weg. Jetzt muss ich aber den Karton noch öffnen. Oh, Hilfe. So rum ist besser. Das ist wahrscheinlich total laut gerade vor euch. Wahrscheinlich ist der Ausschlag ohne Ende und ich habe nur rote Streifen da gerade in der Audiotonspur. Aber gut, dann müsst ihr mit leben. Das ist ja schließlich ein Unboxing. Da muss ja auch gezeigt werden, wie ich dann auspacke. Oh Gott, jetzt ist in dem Gelben noch ganz viel Rot. Schwarz, Gelb, Rot. Diese Koalition wird, glaube ich, nicht kommen. So. Oh, für den wundervollsten Schatz im ganzen Universum. Das ist übrigens eine kleine Anspielung an Regina Regenbogen. Das wundervollste Pferd im ganzen Universum. Soll ich den vorlesen oder ist der eher so für uns? Den darf ich vorlesen. Ach, wie schön. Da ist das wundervollste Pferd im ganzen Universum. Ein rosa Einhorn. Schön. Herrlich. Oha. Okay, mein lieber Schatz. Leider mit fast einer Woche Verspätung, aber dafür persönlich zu dir gebracht, erreicht dich endlich dein Geburtstagsgeschenk. Einen Teil davon erwartest du ja schon, aber ich hoffe, du hast nichts dagegen, dass ich das Themenpaket etwas komplettiert habe. Ich habe es befürchtet. Und ich freue mich. Leider konnte ich nicht jedes Teil einzeln und vernünftig verpacken. Aber vielleicht bist du auch ganz froh, wenn du dich nicht durch zig Lagen Papier und Klebstreifen quälen musst. So ist doch echt schön eingepackt. Gefällt mir gut. Jetzt wünsche ich dir aber viel Spaß beim Auspacken, Begutachten, Benutzen und was dir sonst noch so einfällt. Aha. Inzwischen habe ich dir ja persönlich noch einmal nachträglich gratuliert. Aber da dies ja vielleicht ein Unboxing ist, das ist es, ist hiermit. Sage ich dir noch einmal auf diesem Wege alles Liebe und Gute dieser Welt für dich. Denn du bist der allerbeste Schatz, wo gibt deine Steffi. Das war übrigens mit Absicht falsch geschrieben. Das ist so ein Insider bei uns. So, ich bin sehr, sehr gespannt. Soll ich eine bestimmte Reihenfolge einhalten? Soll ich das nehmen, wovon ich glaube, dass ich weiß, was es ist? Oder ich fange mit dem hier an. Das ist was Kleineres. Oh, ich sehe schon wieder was Süßes. Ich habe so wenig Süßigkeit. Aber wir fangen mal hiermit an. Ja, sehr schön. Oh, geil. Ihr wisst es vielleicht schon. Das ist die 7. Staffel von The Walking Dead. Natürlich reißt das jetzt die Serienfans vielleicht nicht so vom Hocker, weil gerade die 8. läuft. Ich kenne die 7. natürlich auch schon, aber ich will die natürlich alle auch im Regal haben. Und ich gucke die nachträglich noch immer zusammen mit meiner Mutter, weil die die Serie auch liebt. Und die wartet immer ganz gerne, wenn die Staffel komplett draußen ist. Und jetzt kann sie die 7. Staffel endlich nachholen. Und Bonusmaterial ist natürlich auch dabei. Da können wir vielleicht mal reingucken. Da bin ich natürlich auch gespannt. Nee, ich kann jetzt nichts... Nee. Alles, was ich jetzt sagen würde, würde wieder was spoilern. Deswegen sage ich jetzt nicht, auf was wir uns da freuen können. Beim Bonusmaterial. So, da ist Plastikmüll. Aber ich will trotzdem mal eben kurz reingucken. Ah ja, doch, ist doch noch sehr ähnlich gehalten. Weil ich hatte... Ich lege immer so ein bisschen Wert auf Optik. Und ich habe halt alle Staffeln in so einem... Ja, wie soll ich das sagen? Das ist so ein Wüstenformat, sag ich mal. So ein bisschen gelblich gehalten. Und die ist jetzt etwas gräulicher. Im Babschubber. Was ich sehr schön finde. Sehr cool. Ja, aber das ist schon mal sehr geil. Also wie ihr gehört habt, ein Themenpaket. Ne? Also es wird dem Thema noch ein bisschen näher kommen. Mal eben zwischendurch. Muss sein. Schöne Schokoblätter. Weil ich so wenig Schokolade habe. Es quillt hier über von Schokolade und Süßigkeiten, aber trotzdem Dankeschön. Da kannst du mir ja bei helfen, das ist das Gute.
So, jetzt kommt das, von dem ich eigentlich weiß. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich weiß gar nicht, ob ihr das vielleicht kennt. Und zwar haben wir hier... Also, The Walking Dead, das Spiel. Genau. Ein Brettspiel wohlgemerkt. Und ich gucke mir gerade das hier hinten an. Es ist so ein bisschen angeordnet wie tatsächlich Monopoly, würde ich sagen. Sieht sehr ähnlich aus. Ich kann euch das mal zeigen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was erkennen. Dieses Seitenverkehr ist mal schwierig. So. Ja, es ist, glaube ich, jetzt nicht so gut zu erkennen. Aber auf jeden Fall sieht das sehr, sehr interessant aus. Ich bin total neugierig, was man da machen muss. Es sieht ziemlich cool aus. Ja, da müssen wir unbedingt mal reingucken. Vielleicht finden wir noch irgendwie ein paar Mitspieler. Aber es ging sogar alleine, hast du gesagt. Ne? Das ist sogar ein Brettspiel, was man theoretisch alleine spielen kann. Also ich bin sehr, sehr neugierig. Da gibt es, glaube ich, sogar noch eine zweite Variante von. Ne? Also du hast gesagt, es gibt dies und es gibt noch ein... Oh, Entschuldigung. Ein späteres, ne? Ist aber kein Ergänzungsset oder so. Sind eigenständige Spiele. Aber das hier ist praktisch das, was zuerst erschienen ist. Und ich denke, wenn wir damit anfangen, ist das schon eine gute Sache. So, und jetzt kommen halt Dinge, von denen ich nicht weiß. Jetzt habe ich schon wieder Angst. Oh Gott, ich sehe schon wieder was Süßes. Schokoblätter in Haselnuss. Auch die finde ich sehr, sehr lecker. Ich glaube, ich brauche es im nächsten Jahr erstmal keine Schokolade mehr kaufen, wie das aussieht. So, jetzt sind hier aber echt noch mehrere Sachen. Jetzt kriege ich Angst. Das sind wieder so viele Sachen. Das hier liegt weiter oben drauf. Das ist schwer. Das fühlt sich nach Buch an. Buch oder Büchlein, Heftchen, irgendwie sowas. Bin gespannt. Steffi lässt sich auch überhaupt nichts anmerken. Verzieht keine Miene da in der Ecke. So. Spannung steigt. Logitech Updater. Das ist natürlich toll. Kommt jetzt ein Update, während die Kamera aufnimmt. Das ist praktisch. Ich hoffe, das geht gut. Das Bild hängt gerade bei mir. Ich hatte ja letztes Mal schon mal technische Probleme. Deswegen, ja, das Bild läuft aber noch. Okay. Das ist ganz komisch. Wahrscheinlich ist die Spur gleich wieder asynchron. Wir werden es sehen. So. Oh, auf jeden Fall The Walking Dead. Ui. Der inoffizielle Serienguide. Das ist ja mal geil. Guckt mal. Die Welt, wie wir sie kennen, ist vergangen. Nach dem Ausbruch einer weltweiten Zombie-Epidemie ist die Zivilisation zusammengebrochen. Untote bevölkern das Land. Geil. Wow. Das ist ja richtig cool. Eine packende Zusammenfassung aller vier Staffeln. Also die ersten vier Staffeln praktisch nochmal schön zusammengefasst. Ist das... Ich muss mal eben kurz reingucken. Ist das eigentlich mit Bildern oder mit Text? Oder? Es ist eingeschweißt. Ich habe auch noch nicht rein. Ah, du weißt auch gar nicht, wie es von innen aussieht. Mal gucken, wie das aufgebaut ist. Das interessiert mich jetzt schon. Ui. Also richtig mit Filmausschnitten. Das ist übrigens eine legendäre Szene, ganz am Anfang. Und richtig schön viel kommentiert und... Oh, schön eklig. Hoffentlich ist das Video hier auf 18. Das ist aber sehr, sehr geil. Boah, das muss ich mir echt mal in Ruhe durchlesen. Klo-Lektüre. Das könnte man echt mal so nach und nach auf dem Klo als Lektüre. Dennis hat ja immer seine Videospielzeitschriften auf dem Klo und ich habe jetzt meine The Walking Dead Guides auf dem Klo. Sehr cool, dankeschön. Oh, super. Und hier ist noch mehr drin. Das nimmt kein Ende. Ich bin gespannt. Immer wieder. Oh, oh, oh. Ach du meine Güte. Gerade noch erwähnt. Das ist nämlich das zweite Spiel. The Walking Dead, der Widerstand. Das neue Spiel zur erfolgreichen TV-Serie. Wahnsinn. Okay, das sieht auch... Ja, ist ein bisschen anders aufgebaut auch. Die Farm, die Stadt, das Gefängnis, der Highway. Dieses Kameraperspektiven gibt so. Ihr könnt mal, ja, man sieht jetzt wahrscheinlich nicht viel. Aber ich bin da total neugierig. Dankeschön, das ist richtig, richtig cool. Vor allem ein Brettspiel ab 16. Hat man auch selten, ne? Ein Brettspiel ab 16. Geil. Das ist, darf Vanessa nicht mitspielen. Nein, 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 nein. Also, wenn... Entschuldigung. Na, Vanessa, wenn wir uns dann im nächsten Urlaub treffen sollen, wo ich manchmal ausgehe, dann darfst du mitspielen. Kleiner Scherz muss mal eben sein. So. So. Und jetzt ist hier immer noch was drin. Eieiei. So, jetzt kann ich den Karton mal runternehmen. So, was ist denn jetzt das? Das ist von der Form her... Kann ich mir jetzt nicht viel drunter vorstellen. Aber da es ja ein Themenpaket ist, muss es ja wahrscheinlich irgendwas damit zu tun haben. Bin gespannt.
Wie die ganze Zeit schon. Ich habe, glaube ich, noch nie so oft bin gespannt gesagt. Ah, okay. Erst lesen. Gut, ich halte mich dran. Erst lesen. Mein lieber Schatz, bevor du zu viel erwartest, an dieser Stelle eine Warnung. Die Unterschriften sind nicht echt, okay, sondern gedruckt. Aber es geht auch gar nicht darum, sondern um das winzige Teil rechts daneben. Das ist nämlich echt und original. Siehe auch Geschenk Rückseite. Hoffe, es passt in deine Merchandise-Sammlung. Ich liebe dich. Jetzt bin ich total verwirrt. Nicht, weil du mich liebst, sondern... Nein, sondern... Siehe auch Geschenk Rückseite? Meinst du das, das Geschenk selbst? Okay. Das kleine Teil rechts ist echt. Was auch immer das... Oh, was auch immer das jetzt bedeutet. Jetzt steht der Mülleimer schon einen Meter neben mir. Ich kann den immer noch nicht treffen. Oh, ein Bild. Oh. Es ist was runtergefallen. Okay, das war nur... Ui. Das ist ja mal... Das habe ich doch sogar schon mal irgendwo gesehen. Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Oh, sehr cool. Das hier? Ein, habt ihr es gehört? Ein 35mm? Das hier ist ein original 35mm Filmstreifen aus Staffel 1. Das ist ja mal geil. Achso, ja. Okay. Tatsächlich. Das ist ja mal richtig geil. Und praktisch hier sind nochmal, das sind nicht die echten, das sind eine gedruckte Unterschrift, aber immerhin alle Unterschriften einmal zu sehen, was ich sehr geil finde. Eine Walking Dead praktisch Plakette, wenn man so will. Richtig geil. Dankeschön. Ich guck gerade mal die Szene. Die kann aber nicht aus Staffel 1 sein. Kann auch nicht aus Staffel 2 sein. Ist aus Staffel 3. Weil Tyrese mit drauf ist. Oh, ist im... Okay, egal, ich sag jetzt gar nichts mehr. Und, aber sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich wahnsinnig. Das ist ein tolles Walking Dead-Paket. Echt klasse. Richtig, richtig geil. Und dann werden wir uns noch bestimmt noch durchwühlen. Durch das Bonusmaterial, durch das Brettspiel, durch das Buch. Geil. Einfach richtig geil. Vielen, vielen Dank. Und, ja, das war's auch mit Geburtstags-Unboxings. Ich belästige euch jetzt nicht mehr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und, ich werde das heute wahrscheinlich noch hochladen, denke ich. Wir wollen heute noch ins Kino Jigsaw gucken. Ich erwarte mal nicht zu viel, aber ich hoffe, dass er gut ist. Okay, wir sehen uns. Euer Ali sagt ciao, bis zum nächsten Mal. Ah.